Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin zurück aus Wien und heute soll es darum gehen, warum Beziehungen zu Frauen bei dir nicht so ganz funktionieren. Schön, dass du wieder da bist. Wie gesagt, ich bin zurück aus Wien. Jetzt gibt es wieder Videos, war eine geile Zeit. Jetzt bin ich aber wieder für dich da. Und heute wollen wir mal ein wirklich wichtiges Thema besprechen, nämlich warum Beziehungen zu Frauen nicht so wirklich funktionieren für dich. Und da möchte ich über ein Konzept sprechen, das sich die Bindungstheorie nennt oder auch Bindungsängste. Und das ist etwas, mit dem viele von uns, die hier in der Pickup- oder Flirt-Community unterwegs sind, arbeiten. Da bin ich mir ganz sicher, ich kenne es von mir selbst. Mein Vater ist weggegangen, als ich noch jung war, Thema. Viele Männer, die ich kenne, haben ein Thema in diese Richtung. Viele Männer, die ich kenne, haben irgendwelche schlechten Erfahrungen gerade in der Kindheit gemacht. Und das prägt halt die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und das nehmen wir dann mit in unsere Beziehung, vor allem auch zu den Frauen. Und das habe ich in meinen eigenen Beziehungen gemerkt, wo ich manchmal sehr anklammerisch geworden bin. Das bezeichnet man in der Pickup-Community auch als needy, wo ich aber auch manchmal sehr distanziert gewesen bin. Das ist der Moment gewesen, wo die Pickup-Community mir gesagt hat, okay, bleib auf Distanz, sei immer cool, sei auf jeden Fall nicht needy, nicht bedürftig, sonst klappt das alles nicht. Das heißt, ein riesiger Haufen von, ich sag mal, Fehlinformationen, die ganz blöde Folgen für dich und deine persönlichen Beziehungen haben. Und darüber will ich heute reden. Bindungstheorie bedeutet oder lässt sich zusammenfassen in zwei wichtige Oberkategorien. Da gibt es noch eine dritte, ist aber nicht so relevant, nämlich den ängstlichen Bindungstypen und den vermeidenden Bindungstypen. Das sind die zwei großen Oberkategorien. Und du kannst ja mal schauen, wie das so auf dich zutrifft, mit welcher Kategorie die Kategorie du dich vielleicht identifizieren kannst. Da haben wir zum einen den ängstlichen Bindungstypen. Und der ängstliche Bindungstyp, der zeichnet sich dadurch aus, dass er, wenn er in einer Beziehung ist oder allgemein, dass er erstmal generell gerne eine Beziehung haben möchte. Und dass, wenn er in einer Beziehung ist, er sich sehr an die Beziehung anklammert, so ein bisschen sein eigenes Leben vernachlässigt und sich nur noch auf die Frau fokussiert. Und das sind ganz, ganz viele Männer hier in der Pickup-Community. Und wenn es einen Bindungstyp gibt, der ich mal war, ist es auf jeden Fall auch ängstlich. Ich kenne das aus meiner ersten Beziehung, aber auch aus meiner zweiten Beziehung. In beiden habe ich dieses Schema so ein bisschen benutzt und es ist ganz wichtig, dass man sich darüber bewusst wird, damit man aufhören kann, das zu machen, damit man anfangen kann, gesunde Beziehungen zu führen, die einen auch wirklich dahin bringen, wo man hin möchte. Also der ängstliche Typ. Naja, er hat ständig Angst, oh nein, verlässt sie mich, macht sich ständig Gedanken darum, oh, ist die Anziehung noch hoch genug, mag diese Frau mich noch oder was könnte ich tun, damit sie mich noch mag. Er weicht vielleicht Konflikten aus, weil er Angst hat, hey, wenn es Konflikte gibt, dann verlässt sie mich vielleicht und was soll ich ohne sie machen? Sie ist die Einzige, sie ist die Beste, die ich jemals finden konnte. All das sind so typische Gedanken eines ängstlichen Bindungstyps. Und das liegt einfach daran, dieser Bindungstyp hat irgendwo mal Verlassensein erlebt in seiner Kindheit. Denn unsere Kindheit formt sich sozusagen, unser Bindungstyp formt sich, wie wir Bindung erleben. Nehmen wir mal mein Beispiel mit meinem Vater, der mit 6 Jahren die Familie verlassen hat. Und das war halt mein Verlusterlebnis damals in der Kindheit. Und das hat natürlich meinen Bindungstyp geprägt, weil ich Verlust erlebt habe. Und deswegen war es dann so bei mir, dass ich in den folgenden Beziehungen auch Angst davor hatte, vor diesem Verlust. Und das sorgt für den ängstlichen Bindungstyp, denn er hat Angst, dass erneut Verlust passiert. Und deswegen versucht er alles, um das zu vermeiden, weil er das als schmerzhafte Erfahrung erlebt hat, damals in seiner Vergangenheit. Das heißt, er versucht es der Frau recht zu machen. Er versucht auf alles Mögliche der Frau einzugehen. Seine eigene Meinung verändert er für die Meinung der Frau, damit er sie nicht verliert, damit er nicht nochmal dieses Trauma des jemanden Verlierens erleben muss. Das ist der ängstliche Beziehungstyp und wenn du dazu passt, hast du dich sicherlich darin erkannt. Na, da gibt es auch ein tolles Buch zu, das empfehle ich aber gleich am Ende des Videos nochmal. Der zweite Bindungstyp ist der vermeidende Bindungstyp. Und als ich dieses Buch gelesen habe und mir über die Verbindung, über die Bindungstypen Gedanken gemacht habe und mir überlegt habe, okay, was für ein Bindungstyp bist oder warst du denn, dachte ich erst, ich wäre vermeidend gewesen und ich erkläre gleich warum, das ist ganz interessant. Der vermeidende Bindungstyp, der versucht es so gut wie möglich zu vermeiden, einer engen Beziehung nahe zu kommen. Das heißt, sobald es für diese Person enger wird, also sobald die Beziehung intimer wird, kriegt diese Person, der vermeidende Beziehungstyp, Angst und zieht sich so ein bisschen zurück. Na, das ist dann, oft ist es auch so, dass ein ängstlicher Bindungstyp und ein vermeidender Bindungstyp zusammenkommt und dann ist es halt so, dass der ängstliche Typ, weil die ergänzen sich super, aber es ist halt eine sehr ungesunde Beziehung. Der ängstliche Typ jagt sozusagen hinterher. Nehmen wir mal an, das bist jetzt du und das ist eine Frau. Der ängstliche Typ jagt der Frau hinterher und die Frau ist ein vermeidender Typ und der ängstliche Typ kommt immer näher und will immer mehr Nähe und sie merkt, oh Gott, da ist ganz viel Nähe, oh nein, das möchte ich vermeiden, weil sie eine schlechte Erfahrung mit Nähe gemacht hat, auf irgendeine Art und Weise und zieht sich dann zurück. Na, ich
kannte mal eine Frau, die in ihrer Vergangenheit relativ schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Bindungspersonen und ich habe sie halt gedatet und da war das halt wirklich so. Ich war eher so der so war so, hey komm, ich würde mehr eine Verbindung mit dir aufbauen, möchte ein bisschen in die Tiefe gehen mit dir, aber je näher ich gekommen bin, desto weiter ist sie weggegangen. Und das ist sozusagen der vermeidende Beziehungstyp, der auf der einen Seite schon eine Beziehung will, der natürlich diese Connection will, aber auch auf der anderen Seite Angst davor hat, was passieren könnte, wenn er zu nahe kommt und deswegen nicht nahe kommt. Es hat natürlich beides mit Angst zu tun, nur der ängstliche Vermeidungstyp ist der, der Angst vor Verlust hat und der Vermeidende ist der, Angst vor Nähe hat, sozusagen. Und so ergänzen sich diese beiden Typen und formen eine unglaublich gute, ungesunde Beziehung. Und das passiert sehr, sehr oft. Und ich habe mich damals gefragt, bist du eher der ängstliche oder vermeidende Beziehungstyp und habe dann Folgendes festgestellt. Witzigerweise, das hat mich nämlich verwirrt in meiner Selbstanalyse, in meiner zweiten Beziehung war es so, dass ich erst der vermeidende Typ war, könnte man sagen, und dann der ängstliche. Habe dann aber herausgefunden, dass ich eigentlich immer mehr der ängstliche war. Und der vermeidende Typ, der war ich nämlich nur deswegen, weil ich vorher sehr viel Pickup-Community-Literatur gelesen habe. Hauptsächlich Lob des Sexismus, wer dieses Buch kennt. Denn dort wird dir gesagt, so, um eine Frau zu behalten, musst du non-needy sein. So, wenn eine Frau irgendwie Bedürfnisse hat oder mit dir reden will oder ernste Themen anspricht, dann sollst du dich über sie lustig machen und sie nicht ernst nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Tipps, die dieser Mann da gegeben hat, der offensichtlich ein vermeidender Beziehungstyp war, waren, hey, hier benutzt meine Tipps, ich bin ein vermeidender Beziehungstyp, mach das genauso wie ich. Und das hat wunderbar mit mir Anklang gefunden, weil ich mir dachte, also so wie ich es bis jetzt gemacht habe, ängstlich, in meiner ersten Beziehung hat es nicht geklappt. Dann probiere ich mal das Neue hier. Das war das vermeidende Muster. Das heißt, in der ersten Hälfte meiner Beziehung habe ich eher so ein vermeidendes Muster gefahren, bis das dann zusammengebrochen ist und das eigentliche Muster, was ich damals hatte, nämlich das ängstliche, durchgekommen ist in der zweiten Phase meiner Beziehung. Deswegen war ich verwirrt, weil in der ersten Phase war es mehr so vermeidend und sie war eher die Hinterherjägerin und dann war es umgekehrt. Aber als ich mir dann noch andere Sachen von mir angeschaut habe und mal darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, okay, ängstlich passt dann doch schon eher. Mittlerweile ist es so, und das ist eine ganz schöne Entwicklung, dass dadurch, dass die Sachen mir sehr bewusst sind, und deswegen erzähle ich es dir ja auch, dadurch, dass die Sachen mir bewusst sind, dass ich es weiß, gehe ich mittlerweile Beziehungen anders an. Ich habe schon wieder ein paar Frauen getroffen, die mehr so in diese Sie-sind-Vermeider-Richtung gehen. Also die waren so, oh Gott, nee, ich ziehe mich eher zurück, ich bin so ein bisschen vermeidend. Und ich habe gemerkt, wie mich das emotional ein bisschen getriggert hat, also im Sinne von, es hat mich angezogen, es hat mich emotional sehr stark angezogen, aber ich habe gleichzeitig gemerkt, das war eine sehr ungesunde Art der Anziehung und dann ist mir halt eingefallen, ah okay, es ist wieder dieses Muster, so ein bisschen dieses Ängstliche und dieses Vermeidende und habe dann aber mich entschlossen, mit diesen Frauen nicht weiterzugehen und keine weiteren Schritte zu unternehmen, ergo wir haben uns dann nicht weiter gesehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn dir diese Sachen bewusst werden, dann kannst du anfangen, eine gesunde Beziehung zu führen und eine gesunde Beziehung ist offensichtlich eine Beziehung, wo beide Leute in der Lage sind, einfach gesunde Grenzen zu setzen, keine Angst haben vor Nähe, aber auch nicht super nah sein müssen die ganze Zeit, sondern auch noch ein eigenes Leben haben, auch noch unabhängig sind, aber auch natürlich Bedürfnisse haben und kein Problem damit haben, die zu kommunizieren. Da haben wir ja auch schon öfter darüber geredet jetzt. Und es ist ganz wichtig für uns, die irgendwann mal einen geschädigten Bindungstyp adaptiert haben, sei es jetzt ängstlich oder vermeidend, mit einem gesunden Beziehungstyp zusammenzukommen. Denn diese Beziehungen können funktionieren und die helfen dann uns, mit den etwas nachteiligen Bindungstypen, helfen uns, uns weiterzuentwickeln und auch zu einem gesunden Beziehungstyp zu werden und dann vielleicht in Zukunft anderen Beziehungstypen zu helfen, die ebenfalls Probleme haben. Das heißt, ich sehe mich gerade sehr auf dem Weg zu einem gesünderen Beziehungstyp, das freut mich sehr, aber all das setzt voraus, dass ich erstmal darüber Bescheid weiß. Deswegen dieses Video und deswegen auch nochmal hier an dieser Stelle die Empfehlung für das Buch Warum wir uns einmal in die Falschen verlieben, heißt es in Deutsch. Der Titel ist ein bisschen bescheuert, der englische Titel ist besser, ich weiß es nur gerade nicht, aber ein unglaublich gutes Buch, der genau das beschreibt. Das klingt wie so ein Spiegel-Bestseller, aber es ist ein ganz tolles Buch von sehr erfahrenen Psychologen geschrieben, die dieses Phänomen beschreiben, der Bindungstheorien. Super spannend, unglaublich empfehlenswert für, glaube ich, jeden, der hier meine Videos schaut, weil ich glaube, 90% der Leute, die meine Videos schauen und die mich vielleicht auch mögen, kommen aus irgend so einem Hintergrund. Das führt die meisten Leute nämlich dann zu Pickup, weil es funktioniert nicht mit den Frauen. Und das liegt daran, dass du auf irgendeine Art und Weise einen total ungesunden Beziehungstyp fährst. Das sorgt dafür, dass deine Beziehung, aber auch dein allgemeines Sein mit Frauen nicht so wirklich funktioniert. Und deswegen glaube ich, ist das für ganz, ganz viele Leute relevant. Erster Link in der Beschreibung habe ich das Buch mal bei Amazon verlinkt. Da kannst du es dir besorgen, wenn du es lesen willst. Ganz, ganz große Empfehlung. Wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich habe das so einigermaßen verständlich erklärt. Ansonsten geil, dass du hier warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Links neben mir abonnierst du den Channel. Unter mir kannst du dich, wie gesagt, kannst du dir das Buch besorgen, kannst dich aber auch für ein Coaching bewerben. Und rechts in der Ecke geht es zu einem Video. Wenn du das noch nicht geschaut hast, unbedingt mal vorbeischauen, draufklicken und dann sehen wir uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.